an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, erschien 1995 unter dem Titel Der Ernstfall. 1961 erhielt er für sein Hörspiel Minotaurus den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Er schrieb Romane wie Die Grenze, Die Schönheit des Schimpansen, die Novelle Die Sirene, war aber auch als Literaturtheoretiker sehr produktiv. Die Kenner versichern sich gegenseitig, wir wissen doch, was die naiven Leser vergessen, dies ist ein Buch und es regnet nur in der Sprache. Keiner von uns, der das Buch gelesen hat, ist nass geworden. In den 70er Jahren schrieb Dieter Wellershoff zahlreiche Drehbücher zu Fernsehspielen, teils nach eigenen Romanen. Was sagt meine Frau dazu? Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Wie wirst du denn weiterschreiben, wenn du dich immer weiter zurückziehst vom Leben? Ja, das habe ich auch alles mal gedacht, aber das ist nicht mehr mein Problem. Ich überschaue mein Leben bis zum Ende hin. Es ist wie dieser Strand da und das beruhigt mich. Und ich habe, wenn ich es jetzt also rückwärtig, also wieder zusammenfassend darstelle, vielleicht immer über Menschen geschrieben, die sich in Krisen befinden, die einer Fantasie folgen, die irgendwas Extremes wollen und daran scheitern. Solche Situationen habe ich bevorzugt. Schon links fertig. Ja. Aber es gibt einfach Dinge, die brauchen noch, länger. Muss ich noch voll sorgen. Ja, die brauchen ja. Ja, ja, ich glaube. Leicht noch ein bisschen runter. Bleib ein bisschen. Wir sprechen über das Leben. Kann man irgendwas Allgemeines über das Leben sagen? Ich glaube, Tschechow hat seiner Frau gesagt, das Leben ist das Leben und eine Möhre ist die Möhre. Mehr kann man nicht darüber sagen. Gibt es nicht irgendwann einen Punkt, wo man das Gefühl hat, man hat eine Art Überblick? Das ist ja vermeintlich die Position des Alters. Wenn man einige Jahrzehnte gelebt hat, dann hat man ein anderes Seinsverhältnis als ein Kind. Ein Kind lebt, sein Zeitverhältnis ist so, dass ein Tag unendlich lang ist und das Jahr von Weihnachten bis zu Weihnachten ist eine Ewigkeit. Eigentlich denkt es präsentisch, ist jetzt in der Gegenwart drin. Ich glaube, man beginnt erst so, wenn man 3-4 Jahrzehnte gelebt hat, sich in Jahrzehnten zu sehen. Weite Zusammenhänge zu sehen. Also eine Lebensgeschichte. Wann fängt das an? Kannst du dich daran erinnern? Der Blick auf die Zeit beginnt, glaube ich, wenn man anfängt, ein Bild von sich selbst zu entwickeln. Doch auch als junger Mensch. Das Gefühl hat, was will ich einmal sein? Was will ich einmal werden? Das ist nicht sehr konkret, das ist mehr dieses utopische Bild von sich selber, das da entsteht, angeregt durch irgendwelche Dinge, Erfolgserlebnisse, die man gehabt hat, Eindrücke, die man gehabt hat. Bei mir war es ein Film über Schiller, den ich gesehen habe. Das musst du genauer erzählen. Ja. Wahrscheinlich ein sehr idealistischer Film in der Nazizeit. Horst Kasper spielte Schiller und George, glaube ich, den württembergischen Herzog. Und ich war ungeheuer beeindruckt von diesem heroischen Dichterbild und habe damals auch angefangen, Schiller zu lesen. In der Schule hatten wir, glaube ich, gerade die Räuber gelesen. Und ich habe dann angefangen, alles zu lesen. Von da ab hatte ich das Gefühl, so etwas Ähnliches will ich mal selbst machen. Aber ich meine, irgendwann kriegt man ja raus, das ist ja das Unangenehme am Älterwerden, dass man nicht Schiller wird. Also dass diese Fantasievorstellungen zwar irgendwie sehr zehrend sind, aber irgendwie nicht, es gibt ja dann Desillusionierung. Ja, ich meine, man kann es Desillusionierung nennen, aber das geht ja damit zusammen, dass man sich auch besser kennenlernt und dass man sehr viele andere Erfahrungen noch macht. Und Schiller tritt vielleicht auch ab als Vorbild, das war gerade das jugendliche Vorbild. Und das ist dann eigentlich nicht so, dass man sich dann noch persönlich misst wie ein jugendlicher Mensch. Also dem will ich gleich werden oder dem reiße ich die Krone vom Haupt oder sowas, was ja vielleicht ein pubertärer Träumer sich so sagt. Wie ist es also so mit diesem Paar, das Schema? Idealisierung, Desillusionierung, das müsste ja eine große Rolle gespielt haben in Bezug auf Krieg und Nazizeit in deiner Generation. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ich meine, ich bin schon in den Krieg gezogen mit 17 Jahren in der Vorstellung, das wird ganz finster und das geht übel aus. Also das läuft auf eine Katastrophe zu und ich weiß nicht, was mir passieren wird. Ich bin nicht mehr mit einem idealistischen Schwung in den Krieg gegangen.
am Vorabend meiner Abreise, das war damals aber erst der Arbeitsdienst, danach kam das Militär, habe ich noch den sogenannten Feindsender gehört, BBC. Und da war gerade, kam gerade die Meldung durch vom Untergang des Afrikakorps. Und die waren nun alle gefangen genommen, geschlagen. Da kam eine Sendung durch einer deutschen Stimme aus London, die auf sehr ironische Weise das alles referierte. Und dann wurde ironischerweise auch nochmal Panzerrollen in Afrika vor, das sogenannte Afrika-Lied gespielt. Und das war für mich ein ausgesprochen kaltes, befremdendes, tödliches Erlebnis. Etwas vorher, als der Russland-Feldzug begann, da brach meine Mutter bei der Nachricht noch ins Weinen aus. Und da habe ich gedacht, wie stellt die sich an und so weiter. Aber da wusste ich schon, als ich in den Krieg, das kann nicht gut gehen. Aber es war für mich selbstverständlich, es zu tun. Mhm. Ich habe es aber getan, schon in dem Gefühl einer Vereinzelung. Nicht mehr so stark verbunden zu sein mit dem Kollektiv, in dem ich drin war. Ja gut, also die Truppe, das war eine Überlebensgemeinschaft praktischer Art, in der man da war, nicht? Aber, und man hatte auch hier und da ein paar engere Beziehungen. Aber gleichzeitig habe ich mich immer als Einzelne gefühlt, weil in mir der Gedanke wach geworden war, ich will das zwar alles so machen, wie ich es von mir erwarte, aber ich will vor allem überleben. Das Gefühl hat mich nie verlassen, dass ich nur zufällig lebe. Also, und dass ich daran weder irgendeinen Verdienst hatte, noch dass ich durch Tüchtigkeit, noch durch moralisches Verhalten und so weiter irgendwie daran beteiligt war, am Leben geblieben zu sein. Es gibt keine höheren Mächte? Nein, das ist einem wohl klar geworden, dass es keine höheren Mächte gibt. Das heißt, ich habe es aber auch vorher nicht geglaubt. Ich meine, auch über Staat. Ja, nun gut, der Staat erschiebt einen. Die Mächte gibt es durchaus. Ja, natürlich. Man wird hineingeworfen in Situationen. Das ist das, was später in der Existenzphilosophie so überzeugend war für meine Generation. Diese Kategorie der Geworfenheit. Man wird ins Leben hineingeworfen in eine zufällige Situation und nun mach was draus. Was machen denn die jungen Leute, denen das sowas heute abgeht? Ich glaube schon, dass es ein Problem für Menschen ist, in einer ereignisarmen Umwelt zu leben. Wir sind ja von unserer Konstitution her dazu gemacht, gefährliche Situationen zu meistern. Also, wir haben ja noch die Steinzeitausrüstung von unseren Instinkten her, nicht wahr? Adrenalinausschüttung, plötzliche Muskelanspannung, alles das ist da. Und in einer so zivilisierten Umwelt zu leben, wird unterbewusst in manchen Träumen als Impotenz erlebt. Das wäre man lahmgelegt in seiner Vitalität. Das Leben der Angestellten. Das Leben der Angestellten zum Beispiel. Ne? Und deshalb gibt es natürlich unglaublich viele Kompensationen. Also gut, also wir haben die Bundesliga oder den Boxkampf im Fernsehen und wir haben viele künstliche Risiken auf der Autobahn, würde ich sagen. Und es gibt ja Extremsportarten, die sind also da, wenn ich sehe, wie die Extremkletterer an irgendwelchen Steilwänden da hängen und so weiter, wird mir ganz schlecht. Mhm. Und das ist Kompensation? Bitte? Das ist Kompensation. Also das Wort Kompensation, man darf ja vielleicht nicht davon ausgehen, dass der Mensch eine natürliche Lebensweise hat, die jetzt denaturiert worden ist. Es hört sich das so ein bisschen so an. Aber der Mensch ist ja nun jemand, der sich die Umwelt auch zurechtlegt und verändert und umarbeitet und dazu in der Lage ist und auf der imaginären Ebene weiterleben kann. Die Literatur ist auch Kompensation, so gesehen. Mhm. Die Erfindung künstlicher Abenteuer, künstlicher Risiken und Lebensläufe. Ich habe meine ganze Literaturtheorie im Grunde auf den Gedanken gegründet, dass wir die Literatur als eine imaginäre Probebühne haben, um Risiken und Möglichkeiten und Gefahren des Lebens durchzuspielen, bis zu den extremsten Konsequenzen, die wir in der Praxis lieber meiden. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass irgendwie ist doch die Existenz des freien Schriftstellers, wie soll ich sagen, ist der einzige Mensch, der eine Vorstellung vom Leben hat. Ja, man,
Man könnte vielleicht, wenn man jetzt mal in dieser Richtung argumentiert, einiges dafür zusammentragen, was dafür spricht. Also erstens, das Schreiben heißt Erfahrungen machen, Erfahrungen nachgehen und die Möglichkeiten, die in Situationen leben, erschließen. Die Krisen, die vielleicht nur angedeutet sind und über die man normalerweise hinweglebt, die zu öffnen und bis zu ihren äußersten Möglichkeiten durchzuspielen. Situationen erschließen, den anderen verstehen. Demgegenüber ist doch die Existenz des Bundeskanzlers relativ bescheiden und beschränkt. Also, ich meine, das fällt mir jetzt schwer, das miteinander in Verbindung zu bringen. Das sind also institutionelle Existenzen mit hohem Ansehen verbunden. Der große Vorteil liegt wahrscheinlich darin, dass man nicht so eng mit sich selbst konfrontiert ist, sondern immer über Situationen, die schon vorstrukturiert sind. Wovon würdest du nichts wissen wollen? Wirklich nichts wissen wollen? Das ist jetzt schwer für mich zu beantworten, weil also meine ganze Einstellung darauf gerichtet ist, alles wissen zu wollen. Alles möglichst angstfrei ansehen zu wollen. Aber natürlich ist das dann auch schon vielleicht wieder ein idealisiertes Bild, das ich mir von mir mache. Wer bin ich? Ich bin der, der alles angstfrei anschaut. Und das ist dann vielleicht auch wieder eine Abwehr von verborgenen Ängsten vor eigenem Versagen, eigenen Schwächen und so weiter. Bist du mal richtig darauf gestoßen? Was meinst du? Dass du etwas nicht wissen wolltest. Ich habe mir zum Beispiel mal eingebildet in einer bestimmten Situation, da hatte ich also eine geschwollene Drüse hier am Hals, ich hätte Krebs. Und das war eine Vorstellung, die mich eine Zeit lang völlig gelähmt und blockiert hat. Und ich merkte, ich las bei Boris dann eine Zeile, der Krebs steht als Telegrammbote an der Tür. Also da habe ich das Buch zugeschlagen in dem Moment. Nicht? Das sind das war ein Zeichen. Ich war da, so plötzlich kann es kommen, als Telegrammbote. Ja. Und das war ein Zeichen, dass ich in dem Moment meine Abwehr zusammengebrochen war und ich mich also wirklich, ich war dem Schrecken ausgesetzt, dem Schrecken dieser Zeit total ausgesetzt. Eine meiner Ängste in meinem Leben war, finanziell in große Probleme hineinzugeraten mit meiner ganzen Familie, weil ich diesen individuellen Wahnsinn zum Lebensziel mir gesetzt hatte, Schriftsteller zu werden und nicht die Berufe, die sich mir anboten, zu machen. Also ich hätte Universitätsprofessor werden können, zwei Hörstühle sind mir angeboten worden. Ich hätte in ein Ministerium gehen können in Bonn, wurde mir auch was angeboten. Ich hätte Journalist werden können und mehrere Dinge. Mal ist mir eine Abteilungsleiterstelle beim Rundfunk angeboten worden. Alles das habe ich ausgeschlagen, nachdem ich allerdings vorher schon einmal eine Sache angenommen hatte, das Lektorat in einem Verlag. Aber ich musste, auch das war im Grunde, nachdem ich also Ansehen und Erfolg hatte als Verlagslektor, schon ein festes, richtiges Leben. Ich hätte Ja sagen können und da weitermachen können, beziehungsweise eines dieser Nachfolgeangebote wahrnehmen können. Ich habe aber für mich selbst entschieden, meine eigene Notwendigkeit, mein eigener Lebenstraum ist es, Schriftsteller zu werden. Aber ich habe es ja nicht nur für mich selbst entschieden, ich habe es auch für meine Frau und meine Kinder entschieden. Und das war natürlich mit Ängsten verbunden. Also damit konnte ich ja gewaltig mich irren. Die Szene ist ja voll von Leuten, die sich was anbilden und träumen und die das nicht realisieren. Ich kenne also unglaublich viele Menschen, die in größten Fantasien leben, denen nichts Reales entspricht. Gerade in diesem Sektor, ich bin ja Lektor gewesen, der Bücherschrank, der Manuskriptschrank des Lektorates war voller illusionärer Lebensträume. Ja. Das ist natürlich etwas, was ich auch, das ist die Erschütterung, das Erdbeben, das in meinen Büchern zu spüren ist. Ja. Möchte ich meinen. Das ist ein bisschen was von Abwehrzauber. Ja, das ist so. Der Held geht unter, damit der Autor weiterleben kann. Menschenopfer, würde ich sagen. Ja. Ein Menschenopfer. Die Literatur ist ein fiktionales Menschenopfer. Das Happy End ist ja seltsamerweise eine Erzählform, die immer unglaubhafter wird.
Ja, ich muss sagen, ich sehe nur noch Filme gern, die Happy End haben. Die anderen finde ich zu anstrengend. Ja, das verstehe ich. Aber das ist dann eigentlich ein Komödienschluss. Die Komödie, die sagt, das ist jetzt gewährt vom Schriftsteller, vom Autor, vom Regisseur. Also die Widersprüche sind überwunden. Ja. Aber wir leben doch eher in dem Gefühl, dass es gut ausgeht. Wir leben in dem Gefühl, dass es gut ausgeht? Ja. Ich nicht. Überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ja? Ja. Also ich meine, ich denke, die Zeit wird knapp meines eigenen Lebens, aber auch für die Menschheit. Ja. Ich denke, das ist also auf beiden Ebenen ist es so, dass wir ein Katastrophenpanorama haben. Ja. Der persönliche Tod, aber auch das Ende der Gattung ist als Fantasie da. Ja. Wir leben unter der Fantasie des Ende der Gattung. Das ist ganz real. 90 Millionen Menschen sind in einem Jahr mehr auf dem Erdball. Kann man sich ausrechnen, wann es zu Ende ist. Ja, aber wir haben doch Probleme mit, also ich denke immer, eine große Schwierigkeit bei dem Älterwerden und über den Tod nachdenken ist, dass ich gehe, aber ihr bleibt ja noch. Aus dem Spiel gezogen werden, ja. Das ist das, was die große narzisstische Kränkung des Todes ist. Dass man selber von dem knappen Vorrat jetzt nichts mehr zur Verfügung hat. Ja. Besonders schlimm, wenn es sehr früh eintritt. Ja. Wie ich das in dem Buch über den Tod meines Bruders dargestellt habe. Ja. Die Tragödie dieses Todes war, dass er ein Mensch, der sein Leben noch einmal korrigieren wollte, nachdem es falsch gelaufen war und der auch dabei war, es zu korrigieren, der einen neuen Beruf gefunden hatte, eine neue Frau gefunden hatte, der plötzlich neue Erfolge hatte. Also das Desaster seines Lebens, er hatte ja eine Firma ruiniert und war pleite gegangen und seine erste Ehe war zerbrochen und sein Sohn war verunglückt. Also ein totales Lebensdesaster, nochmal zu wenden. Und er war dabei, es zu wenden und plötzlich kriegt er eine Diagnose. Sie haben myeloische Leukämie und was bedeutet das? Ja, ohne Behandlung sind Sie in 3 Wochen tot. Ja, so war das. Das ist der Tod pur. Ja. Das Unvorhersehbare kommt plötzlich. Ja, der Telefon. Man wünscht sich natürlich, wenn überhaupt, so etwas wie ein langsames Ausgleiten des Lebens, obwohl das auch keine schöne Vorstellung ist. Ja, das hängt davon ab, wo man gerade ist, glaube ich. Ja, also wenn man sehr alt ist und das Gefühl hat, jetzt weiß ich alles. Ich habe schon alles vergessen. Ja, ich habe auch keinen Appetit mehr. Mhm. Ja, natürlich, so wird es sein. So, ne? Ja. Kann man sich doch vorstellen. Also ich meine, es gibt ja Beschreibungen des Sterbens von Ärzten, die sagen, das ist ein Rückzug aus der Welt. Die Besetzungen, mit denen man die Dinge für interessant und wertvoll hält, dadurch, dass in einem selbst eine Trieb- und Wunschkraft lebendig ist, die ziehen sich zurück, wie in der Jugend in der Langeweile. In der Langeweile wird plötzlich die Welt auch fad und leer. Das ist aber nur ein Übergangsstadium, weil irgendwann schafft sich der Lebensimpuls wieder neue Besetzungen, neue Ziele. Aber in der Literatur verschwindet es dann. In der Todesphase verschwindet es dann. Allmählich, denke ich, und zum Schluss werden die Hände kalt und die Füße werden kalt und das Herz ist noch der einzige Raum, wo noch ein bisschen Leben spürbar ist. Und allmählich zieht sich die Person in den Körper zurück. Der Körper bleibt als Hülle liegen und die Person ist in dem Körper verschwunden, ausgelöscht. Ich finde, ein bisschen kann man, ich merke das schon an mir, an der Bereitschaft zu sagen, ach nein, heute Abend bleibe ich zu Hause. Ja. Natürlich. Das kann man auch die Entlastung des Alters, Altwerdens sagen. Man muss nicht überall mit dabei sein. Man kennt es schon und so, man muss nicht überall dabei sein. Es sei denn, es passiert eine Krise. Das ist ja das Belebende der Krise, dass man plötzlich gezwungen wird, seine ganze Geschichte neu zu denken, neu zu sehen, sein Leben neu zu sehen. Du musst jetzt ins Krankenhaus. Wird das so eine Krise sein? Das ist eine Krise für mich, ja. Ich meine, das ist eine Operation. Ich muss ja kriege eine neue Hüfte. Das soll eine Routineoperation sein. Aber irgendwie trifft es zusammen, damit dass ich bestimmte Arbeitsabläufe hinter mich gebracht habe. Jetzt habe ich noch die Vorlesung in Frankfurt gehalten. Eigentlich wollte ich die Operation vorher machen lassen. Habe ich gesagt, nein, die Geschichte soll noch zu Ende gebracht werden. Mache ich also auch noch die Frankfurter Vorlesungen. Das ist ja, das sieht man ja, die Menschen konstruieren Sequenzen, Sinnsequenzen, Aufgaben. So, jetzt ist das alles irgendwie vorbei. Wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, habe ich einen leeren Terminkalender. So. Das kann wunderbar sein. Das kann wie eine Wiedergeburt sein, aber ich weiß es nicht. Ne? Im Augenblick
muss ich sagen, die Schmerzen, das reduziert werden. Das, was wir eben beschrieben haben, der Rückzug aus der Welt, wenn die Bewegungsorgane nicht mehr funktionieren, weil jeder Schritt wehtut. Ich würde gerne mal in die Stadt gehen, aber wenn jeder Schritt wehtut, was soll ich denn da an den Schaufenstern vorbeigehen oder in der Menschenmenge dahin treiben? Ein Flaneur, der hinkt, weil er furchtbare Schmerzen hat, das ist ja schon eine in sich gebrochene Gestalt, würde ich sagen. Ne? Aber das ist eine Demütigung auch für mich. Mhm. Dass ich mich sehen muss als jemand, der humpelt. Ich muss das verkraften. Ich muss ein Bild von mir revidieren. Es ist wie, ich habe bis jetzt gedacht, du hast den Krieg überstanden. Ich rauche nicht, ich bewege mich, ich denke auch, dass die geistige Arbeit was Lebendiges ist, was das Gehirn in Gang hält und so. Aber inzwischen, ich meine auch das Datum, 70. Geburtstag, ist natürlich so, dass man sagt, naja, wenn es noch 10 Jahre wären, aber man merkt, es ist schon unerlaubt, das einzufordern. Man muss auch bereit sein, eine kürzere Zeiträume zu sehen. Mhm. Nicht? Mhm. Und dann zwischendurch beginnt man, also nein, 85 wäre doch eigentlich angenehmer. Denn je länger man lebt, umso leichter ist vielleicht das Sterben oder so. Mit solchen Gedanken geht man spazieren. Mhm. Ja. Mhm. Hat das so eine Art, also es klingt auch so ein bisschen, als ob das Kriegserlebnis eigentlich so eine Art von Unverletzlichkeit gestiftet hätte. Wenn du das überlebst, kann dir nichts mehr geschehen. Ich würde sagen, bei Ernst Jünger ist das so. Und ein bisschen war es vielleicht auch bei mir so. Ich habe es überstanden. Jetzt erst mal weggelebt. Ja. Und man kann eigentlich gar nicht mehr sterben. Schlimmer werden kann es ja nicht mehr. Ja. Nicht? Also wenn man das erlebt hat, also nur noch das physische Überleben und ringsum Tote und so. Ja. Also jetzt zunächst mal nicht. Ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass das mich lange getragen hat. Ich bin ein Hypochonder. Ah, ja. Ich bin ein Hypochonder. Ich sehe also auch Ängste, Gespensterängste. Ah ja, erzähl. Ja. Ich habe mal erzählt vorhin, glaube ich, dass ich mir mal eingebildet habe, Krebs zu haben. Nicht? Das war aber in einer Lebensphase, in der ich sowieso ein bisschen verunsichert war. Und dann kam irgendwas dazu und dann, naja, das ist ja logisch, das muss ja kommen. Das ist ja jetzt die Antwort darauf. Und zwar, weil man einfach denkt, wo Schwierigkeiten sind, kommt auch noch Unglück dazu. Hypochondrie ist im Grunde das Bewusstsein dafür, dass die Zukunft dunkel ist, dass wir die Zukunft nicht sehen können und dass das kompakteste Dunkel der Zukunft der eigene Körper ist. Der eigene Körper ist undurchschaubar. Also für den, der kein Urvertrauen hat, ist er sogar etwas Unheimliches. Es gibt ein Mitbewusstsein. Ja, da gibt es irgendwelche Zeichen, die aus dem Körper kommen. Ein zu schneller Herzschlag, Schweißausbruch oder was auch immer, ein Schwächegefühl, Schlaflosigkeit und so weiter. Zeichen aus dem Körper, die sagen, deute mich, lese die Geheimschrift, die an der Wand steht. Und der Hypochonder ist also ein besessener Leser dieser Symptome. Reden wir doch noch ein bisschen über Schlaflosigkeit. Ich versuche immer, erstens leide ich selbst darunter und dann gibt es auch bei dir die schönsten Beschreibungen von Schlaflosigkeit in der westdeutschen Literatur, die ich kenne. Und ich vertrete auch immer gerne jüngeren Freunden gegenüber die These, dass mit der Schlaflosigkeit das Erwachsenenleben beginnt. Es gibt natürlich auch Schreckträume beim Kind. Ja. Angst. Ich kann mich entsinnen, in der Kindheit, in dem Haus meiner Großmutter, die Eltern waren mit ihren Geschwistern zusammen, man hörte die Erwachsenen ferne. Ich lag im Vorderzimmer, das war unheimlich, weil da eine Uhr schlug. Also alle Viertelstunde ein Gongschlag und dann rasselte es und so weiter. Und dann die Stundenschläge. Ich war in Schweiß gebadet, voller Angst. Ich konnte die Erwachsenen aber nicht rufen, wollte es auch nicht. Es gibt auch Angst des Kindes, aber die Schlaflosigkeit des Erwachsenen ist Erwartungsangst. Irgendetwas kommt auf ihn zu, was er nicht bannen kann, worauf er sich einstellen muss. Sei es ein Termin wie das Fernsehen, nicht wahr? Schläft man auch nicht so leicht, auch manchmal nicht gut. Und weil die Antizipation der Situation zu groß ist. Also du kannst das ja unmöglich schaffen, wenn du nicht ausgeruht bist oder wenn du dich schlecht fühlst. Das ist manchmal schon vor einer langen Autofahrt, kann das so sein. Es ist aber natürlich auch ein
abgesehen von diesen besonderen Events, auch auf die Gesamtstruktur des Lebens gerichtet. Wer bin ich, wie wird das weitergehen und so. Es ist aber dann für mein Gefühl verschleiert. Mhm. Es ist manchmal nur die Angst, das Thema, das dahinter steckt, ist nicht zu erkennen. Manchmal. Mhm. Schlaflosigkeit hängt auch damit zusammen, dass man aus einem Kontinuum herausgerissen wird, oft indem man zu lange gearbeitet hat, weil man nicht loslassen konnte. Und man hat dann schließlich losgelassen, aber man hat nur äußerlich losgelassen. Und in einem arbeitet die Sache weiter. Manchmal stehe ich dann noch auf und schreibe noch was auf. Und wenn ich denke, wenn es auf dem Papier ist, der Grundgedanke auf dem Papier ist, dann kann sich jetzt hinlegen, dann geht es nicht verloren. Ne? Ich würde auch sagen, wenn man das Umgekehrte macht, also nicht anstatt wehrlos im Dunkeln nicht zu schlafen, die Nacht durcharbeitet, das kann ein wunderbares Erlebnis sein. Man ist herausgehoben aus allen Kontinuitäten und Abläufen. Man sieht, wenn ich aus meinem Fenster gucke, hinten, überall sind die Fenster dunkel, vielleicht ist irgendwo noch ein Licht, da habe ich ein kameradschaftliches Gefühl zu dem, der da noch ein Licht hat. Ich denke, da ist auch jemand, der die Nacht durchmacht. Und in dieser Gemeinschaft mit irgendeinem Menschen, der auch ein Licht hat in allen der weiter entfernten Häuser, beschäftige ich mich mit meiner Arbeit. Für dich geht die Sonne auf. Für mich ist das wunderbar, ja. Also ich habe schon oft bis zum Singen der Vögel morgens gearbeitet. Vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl hatte, ich stehe vor der Lösung eines Problems. Und das, wenn ich jetzt abbreche, kann ich sowieso nicht schlafen. Ich kann es aber vielleicht schaffen. Also werde ich weitermachen. Und hat es dann geklappt? Oder erweist sich nicht dann nach der durchgemachten Nacht immer, dass man das... Das gibt es auch, ja. Das gibt es auch. Ich habe einmal an Vorlesungen gearbeitet, die ich in München halten musste. Das waren meine ersten Poetikvorlesungen. Da war ich noch ein ganz unbekannter Mann, hatte gerade das Buch über Ben veröffentlicht, war Lektor geworden. Und ich kam da rein und hatte das Auditorium Maximum bis unter die Decke voll und auf dem Boden saßen noch Menschen. Eine grandiose Situation. Und als ich an die Vorlesung kam, die ich am besten zu schreiben glauben könnte, also wo ich dachte, das kann ich am besten, nämlich über Gottfried Benn, da stand mir das Bekannte und Vorformulierte derartig im Wege, dass ich eine ganze Nacht gearbeitet habe, ohne irgendetwas zustande zu bringen, außer einem vollen Aschenbecher, einem überfüllten Aschenbecher. Das war für mich aber der Punkt, wo ich mir das Rauchen abgewöhnt habe. Am nächsten Morgen, als meine Frau zu mir sagte, naja, du stirbst ja ganz bestimmt am Krebs, was ich hier sehe. Ne? Und ich hatte ein so negatives Erlebnis, keine Zeile zustande gekriegt. Und das Rauchen soll die Sache doch befördern. Dann habe ich gesagt, nein, ich höre jetzt sofort auf. Habe alles, was mit Rauchen zusammenhing, in Papierkorb geschmissen und habe damit in Mülleimer geschmissen. Meine Manuskripte waren im Papierkorb und das Rauchen im Mülleimer. Und habe da gleich ein Orakel mit verbunden. Wenn du das schaffst, dann kannst du auch einen Roman schreiben. Und das hat geklappt? Das hat geklappt, ja. Das hat geklappt. Ich wollte nur was über Depressionen sagen, weil du auch zu den großen westdeutschen Beschreibern der Depression gehörst. Das ist doch auch eigentlich eine Art massenhafter, man kann sagen Krankheit, man kann auch sagen, wie soll ich sagen, Exerzitium, Übung, Ekstase. Eine Depression? Ja. Also ich habe nur eine exzessive Erfahrung davon. Ich habe mich damals davon geheilt, indem ich die Tabletten weggeschmissen habe und Musik gehört habe. Immer wieder dieselbe Musik. Purcell, Aeneas und Dido. Dieser Abschiedsgesang der Dido. Das habe ich unentwegt gehört. Und allmählich hat die Musik sich vollgesorgt mit meiner Trauer oder Problematik, meiner Angst und so weiter. Und je mehr ich sie hörte, umso mehr wurde davon abgetragen. Allmählich kam ich zu mir. Über ein paar Tage hinweg. Hm. Ja. Tabletten haben nichts genützt. Hm. Aber ich weiß, dass das eine Zivilisationskrankheit ersten Ranges ist. Hm. Und ich habe eine schreckliche Begegnung dieser Art, die mich auch immer noch beschäftigt. Eines Tages rief mich ein junger Mann an, der sagte,
Er hätte alles von mir gelesen und er wollte mal ein Interview mit mir machen. Er sei Student in Münster in Westfalen. Und ich dachte, er will für eine Studentenzeitung ein Interview machen. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, aber irgendwie, ich merkte, es war etwas Inständiges dabei in dieser Frage. Dann habe ich gesagt, kommen Sie dann und dann. Und dann kam er und ich war schon durch seine Erscheinung irgendwie irritiert. Also der sah so korrekt aus wie ein Beamter, wie man sie heute gar nicht mehr kennt. Also so war er gekleidet und so etwas hölzern im Umgang. Und er hatte einen Zettel dabei, wo die Fragen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 12 aufgereiht waren. Und er fragte mich auch, im Gegensatz zu unserem Gespräch, immer so, ja, die Frage Nummer 1 haben Sie jetzt beantwortet. Gehen wir zur Frage Nummer 2 über. Und so. Frage Nummer 3, ja, ach, die können wir übergehen, die haben Sie jetzt eben schon mitbeantwortet und so weiter. In dem Stil fragte er mich. Und ich war mehr und mehr ungeduldig und dachte, was soll das? Also das ist ja furchtbar. Ja. Und gab dann vielleicht auch etwas ruppigere Antworten. Ich habe nicht erkannt, das habe ich erst später eben gemerkt, dass er eigentlich nur eine Frage stellte. Wie soll man leben? Wie kann man leben? Der kam aus einem ganz katholischen Haus. Er hatte aber keinen Glauben mehr. Aber er wusste auch nicht, wie man ohne ein Glaubens- oder Wertsystem, formuliertes Wert- und Ordnungssystem leben solle. Ja. Er fragte mich dann auch, wie kann man denn leben, wenn man, wie Sie, an kein Sinnsystem glaubt, das von außen dem Leben übergeordnet ist und so. Und ich habe dann in dem Sinne geantwortet, wie fürs Leben braucht man überhaupt keine Begründung. Das versteht sich von selbst, wie sich das Atmen von selbst versteht. Das war natürlich auch nicht ganz die richtige Antwort, dass sich das Atmen ja auch nicht immer von selbst versteht. Man kann ja auch Atemstörungen haben. Asthma. Das gehört mit zum Leben, ja. Also ich war vielleicht etwas ungeduldig. Oder ich kann auch sagen, wenn ich mich selbst analysiere, dass ich etwas, was in diesem Menschen da mir vor Augen trat, von mir wegschieben musste. Denn das war die schlimmste Möglichkeit meiner selbst vielleicht, die mir da vor Augen kam. Um Gottes Willen, vielleicht hätte ich auch so werden können. Und deshalb habe ich mich besonders stark dagegen differenziert, habe gesagt, nö, also Leben, das versteht sich von selbst, wie sich Atmen versteht und Sinn braucht man nicht und das sind alles nur Konstrukte und so weiter, verlassen sich auf das Alltägliche. Ja. 2 Jahre später hielt ich eine Vorlesung in Essen an der Universität. Nach der Vorlesung kam ein junger Mann zu mir und sagte, erinnern Sie sich an, dann nannte den Namen. Ja, ja, sicher, der hat mich mal interviewt, sagte ich. Und das ist mein Bruder, sagte er, der hat sich umgebracht. Da erzählte er mir, dass dieser junge Mann aus Angst davor, dass wieder Depressionen kommen würden, sich auf Vorrat umgebracht hat. Und zwar hatte er eine Vorstellung entwickelt, wie man sterben müsse, nämlich im Schnee, sich einschneiden lassen. Ja, er war also dann, er hatte im Sommer, immer wenn es, das ist ja typisch für Depressionen, wenn Frühling und Sommer ist, dass man dann besonders empfindlich ist, so furchtbare Dinge erlebt, selbst Vernichtungsfantasien und Gefühle, dass er das Gefühl hatte, jetzt, es schneit noch einmal, das muss ich ausnutzen, sonst komme ich wieder in einen solchen Sommerhölle hinein. Hat sich ist ins Sauerland gefahren, hat sich in eine Tannenschonung gelegt, sich zuschneiden lassen und ist doch noch gefunden worden, aber er war schon fast tot, man hat ihn noch an die Herz-Lungen-Maschine gebunden und so und ein bisschen am Leben gehalten. Vielleicht, das ist vielleicht wieder Krieg gewesen, wenn er das überstanden hätte, hätte er vielleicht einen neuen Zugang zum Leben gefunden. Nachdem er einmal freiwillig gestorben war und gerettet gewesen wäre, hätte er vielleicht noch mal Fuß fassen können. Wie passiert dir das öfter, dass du von solchen Leuten besucht wirst? Ich habe sowas wie eine Guru-Funktion, das muss ich schon sagen. Mhm. Ja. Menschen auch aus unserem Bekanntenkreis, die mich anrufen, sagen, ich... Bekannte von uns, die macht Filme auch über medizinische Bereiche. Er muss den Sterbenden interviewen. Der ruft die vorher mich an und sagt, wie soll ich den fragen? Ja. Ja. Was hast du ihr gesagt? Versuch nicht, irgendwas vorzumachen. Sprich mit ihm, dass du sagst, ihm das Gefühl gibst, sie haben
eine wichtige Erfahrung mitzuteilen, über die wir sprechen wollen. Sie sind uns allen voraus im Wissen. Und sag ihm das. Und gib ihm die Möglichkeit, das zu realisieren. Da bin ich noch im Grunde von mir selbst ausgegangen. Der Sterbende, der hat eine Erfahrung mitzuteilen. So sage ich mir auch als Schriftsteller. Also die Leidens- und Schreckens- und Untergangsmöglichkeiten des Menschen, dem muss ich mitteilen. Das ist meine Legitimation. Ja. Und du kannst diesem Sterbenden auch nochmal das Gefühl einer Legitimation geben. Und sie sagt, das ist wunderbar gegangen. Ja, so, das war wichtig für ihn, sagen zu können, was das ist, der Zustand, in dem er ist. Hm. Bei meinem Bruder war es sehr schwer. Der Sterbende muss einem das auch anbieten. Und es war der ständige Rivalitätsstreit zwischen uns, bei großer Nähe und Freundschaft auch, aber war auch immer Rivalität von seiner Seite aus. Und das führte dann dazu, dass ich sehr vorsichtig sein musste, um ihn nicht zu verletzen. Aber einmal habe ich ihn ganz schwer verletzt. Ja. Inwiefern? Ja, da habe ich auch einen furchtbaren Fehler gemacht. Er hatte sich immer darauf gefreut, zu der Böll-Preis-Verleihung nach Köln zu kommen, da kriegte ich den Böll-Preis, und da wollte er hinkommen. Aber stattdessen lag er nun im Krankenhaus und er fragte mich, er lag sozusagen schon in seinem Sterbebett und fragte mich, wie ist das gewesen? Wie ist deine Rede aufgenommen worden? Deine Dankesrede? Da habe ich doch tatsächlich gesagt, ich habe rauschenden Beifall bekommen. Und damit habe ich ihn fast völlig vernichtet. Hm. Er brach vor meinen Augen zusammen. Es war wie der Totschlaf von Kain und Abel. Mit diesem einen Wort, rauschendem Beifall. Ich weiß nicht, weshalb ich das gesagt habe. Einerseits war es natürlich, ich wollte eine kurze Formel haben. Ich hatte mir auch vorgemacht, er will daran teilnehmen, stellvertretend daran teilnehmen. Er war so darauf eingestellt, da hinzukommen und konnte nicht hinkommen und wollte von mir was hören, wie es gewesen ist. Aber vielleicht war es auch ein versteckter Triumph. Ich überlebe, du nicht. Hm. Da wir schon über den Tod reden, wir haben noch gar nicht über die Liebe gesprochen. Ja. Also die Liebe ist vielleicht die Emotion, die einem sagt, du bist gerechtfertigt zu leben. Wenn man merkt, dass man geliebt wird, ist man gerechtfertigt zu leben. Das ist einfach die Antwort, du musst nicht etwas drauflegen, was dich liebenswert oder sozusagen existenzberechtigt macht. Du bist per se existenzberechtigt, du wirst als solcher geliebt, ja. Meinst du, dass das frühere Generationen leichter hatten? Nein, wir lesen doch in der Literatur, dass die Liebe unentwegt im Konflikt mit den Institutionen gestanden hat. Sie wurde dann als Passion dargestellt. Die Frauen, die das Recht des Herzens und der Liebe verteidigt haben, mussten dafür büßen mit dem Tod. Anna Karenina, Emma Bovary, da waren es ja sehr illusionär, Effi Briest. Ja, aber jedenfalls, also das Abweichen von den Institutionen. Ja. Ne? Ja, das wäre ein richtiger Fortschritt, dass gewissermaßen die Liebe als ein Erkenntnismedium eigentlich erst in der moderneren Moderne anerkannt wird. Das Interessante ist ja, dass die Soziologie und die Systemtheorie das sehr abstrakt definiert und sagt, die Liebe als Grund der Partnerwahl erweitert die Möglichkeiten der Partnerwahl. Jetzt kann man, wo die Liebe hinfällt, einen Partner wählen. Früher musste das nach Gesichtspunkten des Standes und der wirtschaftlichen Voraussetzungen und so weiter und der Familien Verbindungen und so weiter geschehen. Jetzt ist freie Partnerwahl da, Liebe. Aber das ist natürlich auch das problematisierte Feld schlechthin. Yeah. Also die Leute, die sich auf das Emotionale und das Gefühl verlassen, das ist natürlich hoch täuschungsanfällig. Also die Menschen, weil Liebe so hoch notiert ist, erfinden manche Menschen auch ihre kleinen Emotionen im Rahmen eines Klischees Liebe. Aber auch ist jetzt ein Roman. Ja, das ist Liebe. Und unsere ganze Illusionswelt, Schlager und so weiter, die liefert das Material dazu. Also es ist hoch täuschungsanfällig. Man will lieben. Ne? Oft ist es so mit dem Blitzschlagerlebnis verbunden. Ja.
Also so kenne ich es. Ja. Zweimal in meinem Leben. Ja. Das ist ein Blitzschlafer. Ja. Ja. Ja, richtige Liebesgeschichten sind selten, ne? Das kann man eigentlich sagen. Zum Beispiel meine Frau, für mich war das, als ich es zum ersten Mal sah, war das... klar. Ja, das, nein, es war nicht klar, es war unerreichbar für mich. Also, ja. Es war eine Distanz zwischen uns, die war viel zu groß, als dass ich die je überbrücken könnte. Damals erst ein Studienanfänger und sie war Doktorandin und ganz anders etabliert im Leben schon als ich und so. Es war nur ein Bild, das in mir aufging. Das ist ja unglaublich geheimnisvoll, wie solche Bilder entstehen. Ich nehme an, es war in diesem Fall das absolute, äußerlich gesehen jedenfalls, gesellschaftlich gesehen, das Gegenteil zu meiner Mutter, die für mich eine problematische Person gewesen ist. Aber man versucht natürlich gleichzeitig das, was gut war, auch in dem entsprechenden Elternteil auch wiederzufinden. Also deinen Büchern zufolge gibt es zwar Sexualität, aber eigentlich keine Liebe. Ja, Liebe und Sexualität ist natürlich nicht dasselbe. Also es gibt Sexualität ohne Liebe, das ist klar. Es ist etwas elementar Naturhaftes, das ich spontan und in jeder Situation mit vielen verschiedenen Menschen äußern kann. Und das sind alles Erfahrungen, die auch interessant sein können. In jeder Begegnung kann irgendetwas liegen, was wichtig und von Bedeutung ist. Wenn ich das vor dem Horizont von Liebe formulieren soll, dann heißt es, das, was an Machtkampf in Sexualität drin sein kann, an sich behaupten, an Narzissmus, alles das ist nicht nötig. Ja. Das heißt auch, dass der Sinn des Lebens sozusagen in die Liebe, in die Partnerschaft, in die Familie sich verlagern muss. Also die Gesellschaft ist immer weniger in der Lage zu formulieren, was denn der Sinn des Lebens sei und was man tun müsse, um ein richtiger Mensch zu sein. Also wenn man zum Beispiel die Versprechungen der Religion nicht mehr glaubt, es gibt ein Leben nach dem Tod, dann kriegt das konkrete Leben, und zwar das ganz Individuelle, das was Zufälliges hat. Ich bin zufällig dieser Mensch an diesem Ort mit diesen zufälligen Eltern, in dieser zufälligen Situation, mit diesem zufälligen Körper, mit dem zufälligen Genmaterial. Ich muss nun leben unter diesen Bedingungen, die ich mir nicht ausgesucht habe, in die ich einfach hineingeworfen worden bin. Und das ist überhaupt die einzige Chance, die ich habe. Diese zufällige Chance ist die einzige, die ich habe. Und wenn man das Leben... wenn man sich sagen muss, es ist irgendwie schief gelaufen, ich bin hinter mir selbst zurückgeblieben, ich war feige, ich habe meine Möglichkeiten nicht ergriffen, ich habe versagt oder ich habe irgendwas falsch gemacht, deshalb bin ich jetzt krank oder was auch immer, oder meine Lebensverhältnisse sind zerrüttet, dann bleibt manchmal nur die Flucht in den Rausch oder in die Täuschung. Kierkegaard würde sagen, das ist die Krankheit zum Tode. Das heißt, es ist falsch, es war aber die einzige Möglichkeit. Eine einzige Versuchsstrecke hat man, das Leben ist eine Versuchsstrecke. Man hat den Versuch schlecht bestanden, man kann ihn nicht mehr revidieren. Der Tod zeigt die Unrevidierbarkeit des Lebens. Allerdings, wenn man sich vorstellen würde, es gebe ihn nicht, dann würde alles sofort sinnlos sein. Wenn man ewig leben würde, würde eine Monotonie und eine Gleichgültigkeit entstehen. Es könnte ja alles auf die nächsten 1000 Jahre verschoben werden. Mhm. Und da kann man sich keine Triebbasis vorstellen, die das aushalten könnte. Thank you.